Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Potenzen. Im Basic-Video zum Thema Potenzen möchte ich dir jetzt ein paar wichtige Rechenregeln erklären. Dazu erkläre ich dir Potenzen zuerst nochmal anhand von Variablen. Wenn wir wie hier die Variable a haben und diese mit 3 potenzieren, dann multiplizieren wir sie 3 mal mit sich selbst. Also a hoch 3 ist a mal a mal a. Wenn wir a hoch n sehen, dann wissen wir, das bedeutet, wir haben eine Zahl a und multiplizieren sie n mal mit sich selbst. Wenn du das verstanden hast, bist du jetzt bereit für die Rechenregeln. Ich will dir in den Basic-Videos 1 und 2 insgesamt 6 Rechenregeln zeigen. Aber keine Angst, wir beginnen zuerst mal mit 3 und schauen sie uns alle einzeln genauer an. Und am Ende des Videos wirst du sie super beherrschen. Im Basic-Video 2 werde ich dir dann die anderen Rechenregeln erklären. Die erste Rechenregel zu Potenzen lautet a hoch n mal a hoch m ist gleich a hoch n plus m. Wenn wir uns überlegen, was wir schon über Potenzen wissen, dann ergibt sich diese Regel auch schon fast von selbst. Hast du zum Beispiel die Rechnung a hoch 2 mal a hoch 3 vor dir, dann können wir das auch schreiben als a mal a mal a mal a mal a. Und das ergibt a hoch 5. Wenn wir Zahlen anstatt der Variablen haben und die Basis gleich ist, dann können wir auch hier wieder die Hochzahlen addieren und erhalten aus 5 hoch 3 mal 5 hoch 5, 5 hoch 8. Wenn du 2 Potenzen hast mit gleicher Basis und diese dividierst, statt wie vorher multiplizierst, dann rechnest du a hoch n minus m. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns a hoch 6 durch a hoch 4 an. Wir schreiben die Potenzen wieder oben und unten aus und können nun kürzen. Was übrig bleibt, ist a hoch 2. Wenn du also zum Beispiel die Rechnung 8 hoch 5 durch 8 vor dir hast und du weißt, dass 8 dasselbe wie 8 hoch 1 ist, dann wendest du die zweite Rechenregel an und rechnest 8 hoch 5 minus 1. Du kürzt also eine 8 aus dem Zähler und die 8 aus dem Nenner und erhältst dann 8 hoch 4. Die letzte Rechenregel in diesem Video sagt dir, dass eine Zahl hoch eine negative Zahl auch angeschrieben werden kann als 1 durch die Zahl hoch die positive Hochzahl, also ohne Minus. 5 hoch minus 2 kannst du also auch schreiben als 1 durch 5 hoch 2. Jetzt schauen wir uns an, ob diese Rechenregel auch mit der ersten Regel aus dem Video zusammenpasst. Wenn wir a hoch minus 2 mal a hoch 3 haben, dann haben wir bisher gerechnet, a hoch minus 2 plus 3. In der Rechenregel links haben wir erfahren, dass wir auch a hoch 2 unter dem Bruchstrich schreiben können und dann kürzen können. In beiden Fällen erhalten wir also a hoch minus 1 bzw. a. Auch am Zahlenbeispiel sehen wir, dass wenn wir 5 hoch minus 2 mal 5 hoch 5 rechnen und dann 5 hoch 2 in den Nenner schreiben, dasselbe Ergebnis erhalten, wie wenn wir 5 hoch minus 2 plus 5 rechnen. Und das waren auch schon die ersten 3 der 6 Rechenregeln. Mit ein bisschen Üben wirst du die Regeln bestimmt bald gut anwenden können und noch viel schwierigere Rechnungen lösen können. Also zur Wiederholung. Potenzen mit derselben Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. Potenzen mit derselben Basis werden dividiert, indem man die Hochzahlen subtrahiert. Und eine Zahl mit negativer Hochzahl n kann man umschreiben als 1 durch diese Zahl hoch plus n. Schauen wir uns ein paar Rechenbeispiele gemeinsam an. Bei c hoch 4 mal c hoch 2 mal c hoch 3 können wir die Potenzen gleicher Basis multiplizieren, indem wir die Hochzahlen addieren und erhalten c hoch 9. X hoch 7 durch x hoch 3 können wir mit der zweiten Regel schreiben wie
x hoch 7 minus 3 und erhalten x hoch 4. Im nächsten Beispiel können wir wieder die zweite Rechenregel anwenden und die Hochzahlen aus dem Nenner von der 7 aus dem Zähler abziehen. Dabei müssen wir zuerst 3 und 1 zusammenzählen, weil p ja dasselbe ist wie p hoch 1. Bei s hoch minus 4 fällt uns sofort die negative Hochzahl ins Auge, was bedeutet, dass wir die Potenz auch wie 1 durch s hoch 4 anschreiben können. Zuletzt kommen wir zu einer umfassenderen Rechnung. Zuerst schauen wir, wo wir Potenzen mit gleicher Basis haben, also hier b. Nun könnten wir die minus 5 in den Bruch schreiben. Aber wir entscheiden uns jetzt dafür, die Hochzahlen der Zahlen aus dem Zähler zu addieren. Das ergibt im Zähler b hoch minus 1. Jetzt wenden wir Regel 2 an, subtrahieren die Hochzahlen und können minus 1 minus 3 rechnen. Das Ergebnis ist b hoch minus 4. Und damit die Hochzahl positiv ist, schreiben wir sie in den Bruch. Unser Ergebnis ist also 1 durch f hoch 2 mal b hoch 4. Ich hoffe, die Rechenbeispiele haben gut funktioniert und falls es noch Unklarheiten gibt, schau dir das Video am besten noch einmal an. Ansonsten empfehle ich dir als nächstes, das Basic Video 2 in diesem Lernzyklus anzuschauen. Bis dahin, tschüss!